Heard of the Umbrella? Was schon wieder bringen. It turns people into indestructible monsters. Wenn wir jetzt durch den Waffenladen durch und sozusagen hinten raus, oder was? Ja, ja. Ist das wirklich eine sinnvolle Mission fürs FBI, jemanden reinzuschicken, um diejenige, die es gemacht hat, herauszuholen? Ja, vielleicht schon, die brauchen das ja, ne? Ein Gegenmittel zu enden. Oh. Halten? Ich hab nicht gehalten. Du hast nicht gehalten? Nee, ich hab nur gedrückt. Annette. Suas, du darfst spielen. After you. Dann gib das her. Oh Gott. Das war ganz schön schrecklich mit dem kleinen Mädchen. Gut, dass der Vater der Drillinge nicht mehr da ist. Der hätte das nicht verkraftet, glaube ich. Ey, da steckt mit drin. Ja, stimmt. Ich habe die Story vergessen. Jetzt hör mal auf, hier rum zu spoilern. Die Story ist gleichzeitig super banal und super interessant. Okay. So ist das. Ich erkläre euch die Resident Evil Lore. Sompa3D hat deinen Kanal abonniert. Vielen Dank, Sompa3D. Umbrella's controlled Raccoon City. Wir haben ja schon 23 Abonnenten gewonnen. Das ist ganz schön abgefahren. Das ist super cool. Ist aber auch interessant, dass du beständig immer nachguckst. Ja, und, ich bin high on numbers. Ich weiß. Aber das nie einfach abwarten. Oh. Okay. Was glaubst du wohl? Was ist wahrscheinlicher? Dass es irgendein krasses mutiertes Monster ist? Oder dass es ein Earthquake ist? Oh. Was hast du? Pistolenmunition. 13 Schuss. Hallo, deine eigenen Kinder gucken hier mit. Das ist doch alles Blödsinn, das stimmt doch gar nicht. Oh, fucking hell. Ist das das Krokodil? Ja. Oh. Okay, guck auf den Klo weiter. Oh. Wie bei Batman Arkham Asylum. Nur viel, viel schlimmer. Ganz im Ernst, ich verstehe richtig gut, warum das so funktioniert in diesem Survival-Horror-Ding. Wenn man alles so verknappt hat. Und man wirklich hier haushalten muss. Das ist einerseits sehr anstrengend, andererseits aber auch irgendwie schön. Auf eine schöne Art und Weise anstrengend. Was? Verstehe ich nicht, was ich hier mache. Brauche ich alles nicht. Das ist nur... Da geht's raus. Oh ne. Oh. Okay. Ich muss jetzt hier lang, weil ich keine andere Wahl habe. Wo ist denn eigentlich Ada da? Das würde man natürlich auch in echt so machen. Den anderen 50 Meter vorlaufen lassen, dass man sie unbedingt aus den Augen verliert, obwohl hier
Todesmonster rumwüten. Nur um einen coolen Auftritt zu haben. Oh ja, immer her damit, immer mehr damit. Ich habe ein bisschen das Gefühl, immer wenn ich dran bin, finde ich die ganze Munition, die ich dann wieder verballer, bevor ich das Bett wieder an Benny übergebe. Ja, wohin denn? Na gut, ich könnte jetzt natürlich ganz fliehen und flüchten, aber das ist natürlich keine Option. Ich habe gerade deduktet, dass das nicht meine Frau sein kann. Krass. Aus zwei Gründen. Ja. Erstens, sie würde niemals wissen, wie man seinen Namen bei YouTube ändert. Und zweitens, sie würde niemals ein so gruseliges Spiel gucken. Ja, das hat mich ja irgendwie auch schon drüber gewundert. Und sie würde nicht sagen, Frau und Kinder, weil sie weiß, dass ich weiß, dass die Kinder nicht zugucken und dass die im Bett sind und schlafen. Geil, sieht das geil aus, Alter. Ja, guter Tipp. Guck mal, sie ist ernsthaft besorgt. Das ist doch nicht so eine taffe FBI. Ja, hier ist es in die Richtung. Das ist wie Crash Bandicoot. Guck mal die Kisten. Das ist ja schon gelebt in den Abwässerkanälen und dann hat man das eigentlich noch bei Ebenen. Das ist ein Zoo! Der Zoo! Das wollte ich mir gelesen haben! Wirklich! Was ist das? Schieß drauf! Schieß drauf! Oh! Wo ist dein Kopf, du Mistpi? Wo ist er? Kau dir. Nice! Hallo! Blut ist aber komisch auch, dass es hier nicht mehr rausblutet, aber cool. Das war ja geil. Ich wasche mir immer die Hände, lieber Leck. Ich leck mir immer die Hände, lieber Wasch. Kann man genauso gut sagen. Just get up here. Ähnlich gut. Ähnlich gut. Vielleicht sogar besser. Vielleicht sogar besser. Alter, guck dir das Ding an. Das war aber, glaube ich, im Original eine viel längere Phase, oder? Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. Guck mal, jetzt sieht das alles gar nicht mehr ganz so schlecht aus. Wir sind gesund. Ein zwei Handgranaten, 12 Schuss in der normalen und 4. Nicht schlecht. Aber wenn du einem Zombie begegnet bist, dann ist das wieder alles weg. Nein. Das sind jetzt sogar schon. Ich frage mich, ob jetzt Mr. Super Monster für immer tot ist, ob das da schon war mit der Polizei. Aber irgendwie muss man auch nochmal zurückkommen, um ins Büro des Polizistenchefs zu kommen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass der andere Typ dabei sein muss, der Hutmann. Mario 64 ist ein moderner Nachfolger, um Traumata auszulösen. Ich fand die Buren bei Mario 64 viel schlimmer als diese Alligator. Ja, weil du da auch viel mehr warst. Also ich finde, dass dieses Spiel nicht gruselig ist im Sinne von irgendwie man hat Angst, also aber durch die Munitionsknappheit und die Tensheit ist es wahnsinnig spannend und aufregend. Ja, sowas ähnliches habe ich auch gesagt, als du auf Toilette warst. Annette. Oh,
Arschloch, das ist das größte Problem auf der Welt. Guter Kommentar. Sehr gut, ja. Oh, muss ich jetzt Ada spielen? Hier hat sogar keine Sonnenbrille mehr. Wie ist das wohl, wenn man mit Claire spielt? Hä? Ach, sie hat den Mantel ausgezogen. Um ihn zuzudecken. Jetzt ist sie wieder die Lady in Red. Finally! Resident Evil 2 und 3 waren gut. Ja, 3 habe ich immer nur mal angespielt. Und fand es irgendwie nicht so geil. Ich glaube, der Nemesis hat mich genervt. Der Nemesis ist nämlich wie dieser Mr. X-Typ, nur die ganze Zeit. Und es war geschnitten. Es war geschnitten? Die haben nicht geblutet, sondern dann kamen wir so Rauchwölkchen, wenn du die getroffen hast. Was hat die? Eine Broom HC, halbautomatische Handfeuerwaffe mit 9 Schuss, Kaliber 9mm, Teil einer limitierten Serie mit 5000 Exemplaren. Warum steht das da? Okay, sie ist gesund auf jeden Fall. Und ich bin, wo bin ich? In einem roten Bereich. Was ist denn da, wo das X ist auf der Karte? Das X? Oben. Und unten ist auch alles. Egal. Da will ich noch nicht hin. Ich will erstmal gucken, ob da noch irgendwas ist. Ich meine, jetzt spielst du endlich eine Frau. Weil das wieder die ganze Zeit Das stimmt. Schon. Soll ich immer strecken? Nein, nur so 9 Schuss. Das wäre witzig. Das geht ihm nicht so gut. Alter, das Ding war cool. Was steckt denn da drin? Ich weiß nicht, ich kann darauf nicht zielen. Doch. Nee, ich kann darauf nicht zielen. Was steckt denn in dem Zombie? Ja, ist auch irgendwas nicht ganz in Ordnung. Ich weiß auch nicht. Okay, warum ist der Raum rot? PS3 war uncut. Das sieht gerade aus. Ach, ein Fahrstuhl. PS3 von Resident Evil 3? Gab's das überhaupt? Das gab's doch nicht. Es gibt ja diverse Remakes, also diverse Ports von all diesen Spielen. Aber nicht für... Die PS4 gibt's doch irgendwie auch alle Teile. Ja, das kann sein. Vielleicht gab's das im Shop, im Online-Shop. Da sind Gitter davor. Aber sie hat ein fettes Gerät. Das habe ich auch schon in irgendeinem Trailer gesehen. EMF Visualizer. Um Kabel aus den elektronischen Geräten zu haken. Zielen, beim Zielen halten, haken. Das ist immer das Gleiche. Rechts das Ding haken. Warum? Jetzt musst du oben auch noch. Genau. Was ist hier da hinten? Ist irgendwas. Es würde sie auch, so wie sie ist, würde sie das auch nicht so sagen. Sie ist nicht so. Wie ist sie denn? Ich kenne sie gut seit Jahren. Diese Ada. Watchdogs. Ja. Willst du nicht ein bisschen in sichere Distanz gehen? Nein. Du? Hier muss es explodieren. Ich glaube, das wäre gut gegangen. Oder hast du Angst, dass ihr Kleid aus Barriere ist? Oder? Hi, Kollege. Zack. Es stört mich ein bisschen, Zack. Dass die so wenig Zombie-Modelle haben. Zack. Das kann doch nicht sein in so einer Produktion. Oh. Zack. Ja, das stimmt. Das trübt ein bisschen das gute Gesamtbild. September-Inspektion, erste Woche. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also sagt bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben.
Ersatz-ID-Armband. Das heißt, diese Nachricht ist jetzt nur dafür da, um zu sagen, dass es so etwas gibt. Ja. Genau. Aha. Finden Sie an. Ist hier hoch, glaube ich, ja? Und da kommst du. Ja. Oh, oh, Kamera. Gut. Ich habe keine Munition mehr. Der Typ hat dich ausgelöst. Durch einen einzigen Gegner habe ich keine Munition mehr. Du würdest 9 Schuss einer Gegner nehmen. Das heißt, du hast 8 Schuss verbraucht. Ja, und alle anderen sind auch echt ziemlich... Ja. Ziemlich gut im Kopf gegangen. Ja. Ah, deswegen kann ich hier nicht weiter. Aber das steht hier auch. Ja, unbedingt. Ja, das hätte, vielleicht müssen wir wirklich an mehr Gegnern vorbeilaufen. Wenn wir das, aber eben, ich wenn du das eben schneller gesehen hättest, ja, hättest du es natürlich während das erste Mal unten lag hacken können, aber hast du halt nicht gesehen. Piggledy und Frederick. Ja, das kenne ich auch. Ja, komm mit Piggledy. Okay, Piggledy folgte Frederick. Das ist das Ende seines Lebens. Ja, es gibt ja auch irgendwie nicht immer so richtig viele Alternativwege, dass man gut an mir vorbeikommt. Das ist immer gefährlich. Ja, natürlich. Geht nicht. Man kann ja auch nicht so wie in Resident Evil 4 so geil so wegschubsen. Wegtreten auch, das war immer super. Ja. Nein. So. Alter, wer hat denn hier die Kabel verlegt eigentlich? Nee, lauf weg da. Das ist ganz falsch. Hä? Ich bin noch dem voll gut gefolgt. Komm doch von da. Ich laufe jetzt gerade zurück. Da. Ja, das musst du hacken. Nein, das muss ich nicht hacken. Das muss gehackt sein. Durch diesen Schlauch. Scheiße. So, wenn die ihre G-Animation unterbrechen, ist es, glaube ich, mal sicher, an denen vorbeizukommen. Ja, wir haben links überhaupt. Ja, das ging doch auch rechts. Das ist hier außen rum. Ja. Da hinten ist das. Nee. Scheiße, ey. Sag doch, wer hat hier die Karte verliehen? Nee, du musst außen rumlaufen. Andere Seite, hinten, jetzt und jetzt rechts. Schau mir hier an! Rechts, nochmal rechts. Hör auf! Da. Gern. Und das freut ich mich. Eigentlich verdrückt. Da muss es irgendwo sein. Ja, ich guck, wo es weiterläuft. Da kommst du nicht hin. Du musst von hier hacken einfach. Ja, da hinten. Lauf hin. Zurück, 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 zurück. Und der vorbei? Ja. Nee, war vorbei. War vorbei. Durch die Tür. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Doom. Optisch. 64. Das ist Annette. Da ist die Annette. Panzerglas.
Blö. Allez, les bleus.